einen haben wir noch zum Glücklichwerden. Natürlich unseren Rotwein. Ich habe Ihnen ja schon verraten eingangs, dass wir 90% Weißweinanbau haben. Damit bleiben ja letztendlich nur mehr 10% für den Rotweinanbau übrig. Und von diesen 10% ist der größte Teil, der hier in Österreich angebaut wird, der Zweigeltwein. Ganz logisch, der Zweigelt hat natürlich seine ganz eigene Geschichte in Österreich auch gefunden. Denn früher gab es zwar Rotweine hier auch, die man mehr oder weniger trinken konnte, aber sie waren qualitativ noch lange nicht das, was wir heute haben. Und farblich war es manchmal auch ein bisschen schwerer zu erkennen, dass es ein Rotwein sein soll. Und irgendwann haben wir dann den Herrn Dr. Zweigelt bekommen. Er war der Direktor der Weinbauschule in Klosterneuburg und er hat es auch ein bisschen zur Aufgabe gemacht, eine Rebsorte zu züchten, von der man natürlich auch einen guten Rotwein gewinnen kann. Jetzt wissen wir alle, wie es so ist im Leben. Vor den Erfolg hat der liebe Gott was gesetzt? Richtig, den Schweiß. Also ohne Fleiß kein Preis. Also musste auch der Dr. Zweigelt erstmal viele Experimente mit den verschiedensten Rebsorten machen, bevor er letztendlich zum Erfolg kam. Und der stellte sich ein mit den Sorten St. Laurent und Blaufränkisch. Diese beiden hat er nämlich miteinander gekreuzt und hat somit eine komplett neue Rebsorte gezüchtet gehabt, die er natürlich auch versucht hat, publik zu machen. Allerdings ist es natürlich immer ein bisschen schwieriger, denn wir wissen ja, für die neuen Sachen sind wir immer sehr skeptisch alle miteinander. Und was der Bauer nicht kennt, isst er nicht. Und in dem Fall hat er einfach keine Lust gehabt, das zum Trinken. Denn er ist natürlich von Tür zu Tür gegangen und hat dort angeklopft und hat gemeint, du schau her, ich habe da was ganz Neues, eigentlich besser als das, was wir haben. Magst du es nicht mal probieren? Und jeder hat gesagt, du, für die neuen Sachen habe ich eigentlich nicht so viel übrig, weil das, was ich im Keller habe, weiß ich, was drin ist. Ich weiß, wie es schmeckt, ist mir viel lieber, nimm es wieder mit. Somit musste der Herr Dr. Zweigelt leider unverrichteter Dinge von dieser Welt gehen, denn man hat erst nach seinem Tod die Rebsorte wiederentdeckt und dann hat man es auch geschafft, das Ganze publik zu machen. Und das war letztendlich der Startschuss für den Siegeszug durch Österreich. Und Sie werden es wahrscheinlich wissen, es ist bis heute einer der beliebtesten Rotweine hier. Und dadurch haben wir Gott sei Dank, dass es jemanden gegeben hat, der es nochmal hingekriegt hat, auch die Möglichkeit, uns selbst davon zu überzeugen, was der Herr Zweigelt eigentlich für Arbeit geleistet hat. Und die Tatsache, dass er das nicht mehr miterleben konnte, ist natürlich auch ganz klar der Grund dafür, dass man letztendlich sich dazu entschlossen hat, dieser Rebsorte seinen Namen zu geben. Deswegen Zweigeltrebe, Zweigeltwein. Wenn wir jetzt unser Glas Nummer 3 in die Hand nehmen, dann bitte mit Vorsicht, Sie wissen es, Rotwein ist nicht so schön auf hellen Sachen. Das Einzige, was ich Ihnen anbieten kann, ist natürlich unsere Fleckenschere im ersten Stock oder im Erdgeschoss. Für alles andere übernehmen wir keine Haftung. Ist dann Gesundheitschance, Herz genießt, da haben wir es. Denn wenn wir beim Zweigelt nach der Farbe schauen, wenn wir das Glas etwas gegen das Licht halten, wenn das Licht ein wenig durch kann, dann kann man eigentlich sehr gut erkennen, dass es ein wunderschönes dunkles Kirschrot ist in der Farbe. So wie man sich eigentlich auch den Rotwein in der Farbe vorstellt. Und wenn wir dann das Glas etwas schwenken und dann mal dran riechen. Ein Traum aus roten Früchten. Genau das sollten jetzt eigentlich alle riechen können. Denn beim Zweigelt ist natürlich einiges vertreten. Von der Brombeere über die Himbeere, natürlich die Kirsche, ein klein wenig schwarze Johannisbeere. Und wenn wir unseren ersten Schluck einen Moment auf der Zunge zergehen lassen, dann können wir vielleicht sogar auch diesen leichten Hauch von Vanille schmecken, denn auch das ist beim Zweigelt mit dabei. Und natürlich ist er auch für mich einer der besten Rotweine, die wir Ihnen hier bieten können. Von daher werde ich mal ganz einfach jetzt sagen, Prost auf den Herrn Dr. Zweigelt. Und unser Karl wird Ihnen jetzt natürlich die inoffizielle Hymne der Wachau spielen. Und ich glaube, dass einige schon ahnen, was es ist. Ich verrate überhaupt nichts mehr ab jetzt. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß und Sie sind natürlich recht herzlich dazu eingeladen, mitzusingen und mitzuschunkeln. Viel Spaß dabei! Maria,
glaube, Sie ahnen, was jetzt kommen wird. Probe 4 und 5 haben wir schon selber in der Früh genossen. Na, natürlich nicht. Die drei Weine, die wir eigentlich für gut befunden haben, haben wir sie probieren lassen. Damit haben wir leider nun auch schon das Ende unserer kleinen Weinverkostung erreicht. Wie es halt eben so ist, ist es in Österreich nicht anders wie bei Ihnen zu Hause in Deutschland. Wenn es am schönsten ist, ist es meistens immer schon zu Ende. Leider. Aber ich weiß, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich möchte jetzt einfach nur schon mal den Moment nutzen, um im Namen von Karl und mir mich recht herzlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit zu bedanken, auch wenn ich Ihnen ja den Rücken zugedreht habe. Ich habe immer versucht, ein bisschen Kontakt mit Ihnen aufzunehmen. Und wir wünschen Ihnen natürlich noch einen schönen Tag und wir hoffen, dass Sie es natürlich auch ein bisschen hier genießen konnten. In diesem Sinne sagen wir schon mal vielen Dank und auf Wiederschauen. Aber der Karl wird Ihnen, glaube ich, noch ein oder zwei Lieder spielen, ich weiß es nicht genau. Aber im letzten Stück ist definitiv zu erkennen, dass es jetzt Zeit ist, sich zu trennen. Aber bis dahin dauert es noch einen kleinen Moment. Genießen Sie noch ein bisschen unseren Karl. Ich sage hier schon mal vielen, vielen Dank und auf Wiederschauen. Ja.